Da lügst du nicht. Du bist der intelligenteste Mensch, den ich kenne. Nein. Das ist ein Serum für mich machen muss. Das ist richtig teuer, kann man echt nicht oft kaufen. Ach, Christian. Konzentrier dich. Wir machen unseren Gartenspaziergang mit dem Hund. Wir gucken einmal den Apfelbaum. Das habe ich euch noch gar nicht erzählt, ne? Dass wir einen Apfelbaum entdeckt haben. Wann war das, als Maya hier war? Ne? Ja. Ja, als meine Nichte hier war, kam Beo plötzlich mit dem Apfel im Maul an und wir so, hä, wo hat er den denn her? Und dann meinte ich so, zeig mal, wo der her ist. Und dann ist er hier, warte, ich drehe mal kurz um. Ja, aber bei mir hat er darauf gehört. Hier beim Teehaus haben wir einfach einen Apfelbaum entdeckt. Okay, Christian geht hier kurz auf den Grill. Was wir aber festgestellt haben ist, wir müssen den unbedingt einmal zurückschneiden, weil wie ihr seht, hier ist auch viel totes Geäst. Ne? Aber so ein paar Äpfel haben wir davon auch gegessen und die waren ganz lecker. Die sind mega süß. Die werden immer besser. Ja, ist so, ne? Das I love it. Mit Reifeprozessphase. Jetzt darf ich ihn doch haben, ja? Beo ist auch großer Apfelfan. Wir haben hier vorne auch einen Apfelbaum gepflanzt. Den haben wir von meinen Schwiegereltern bekommen. Aber bis der Äpfel trägt, dauert es noch ein bisschen. Wir haben zur Sicherheit haben wir noch so ein paar andere Pflanzen drumherum. Ja, die haben wir zur Sicherheit gepflanzt. Die seht ihr alle, das war alles, das ist alles mit Plan, ne? Ja, also haben wir alles mit ganz viel Liebe hier gepflanzt, ja, also ne, wie ihr seht. Weide, das ist eine Trauerweide, das ist eine Trauerweide. Und das ist der eigentliche Apfelbaum da. So, Christian guckt noch den Apfelbaum an. Ich wollte Maus. Und da geht die Frisbee im Teich. Nee. Auf jeden Fall, Leute, was ich euch erzählen möchte, ist, ich habe seit März eine Anfrage gehabt, und zwar von Organic Basics, und mit denen arbeite ich auch für diesen Teil des Videos zusammen. Das haben wir aber immer wieder verschoben durch meinen Rücken und durch meine ganze Behandlung und dass ich ja nicht mal im letzten halben Jahr einfach so wirklich ernsthaft, so wie ich jetzt bin, gut gelaunt, hätte durch den Garten laufen können und euch das zeigen können. Deswegen haben wir das immer wieder verschoben, aber ich hatte die Sachen schon seit März. Und das Set zum Beispiel zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Das habe ich jetzt relativ neu, weil es ist die neue Weekend Collection. Aber deren Unterwäsche habe ich seit März und seitdem natürlich auch zigtausendmal gewaschen. Und vielleicht kann Christian das bestätigen, vielleicht ist es zu viel oder TMI, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es TMI. Wahrscheinlich ist es TMI, aber ich sage es trotzdem mal. Ich habe einfach sehr viele Unterhosen, die vielleicht schon zu alt sind. Ja. Ja. Okay. Okay, damit da gehst du mit. Das, ja. Da lügst du nicht. So. Und vielleicht ist es bei euch auch so, dass man einfach so Schlübbis trägt, die einfach schon zu viele Löcher haben und einfach vielleicht mal gehen sollten. Und seitdem ich die Organic Basics Sachen habe, ich habe da das Flex-Top, ich habe die Normalunterhosen, die Thongs, die haben wirklich so tolle Qualität. Und seitdem bin ich wirklich radikal am Austauschen. Ich wollte gerne was tragen, was halt auch umweltfreundlich ist, mit recycelten Materialien arbeitet, weil das trägt man ja direkt auf der Haut, ne? Das ist alles Bio-Baumwolle und die Sachen sind wirklich toll von der Qualität. Wie gesagt, ich kann euch jetzt ein halbes Jahr sagen, die waschen sich toll. Das als kleine Backstory. Wie gesagt, die Weekend-Sets, die sind jetzt ganz neu. Christian, mal gleich kurz die Kamera. Auch da muss ich sagen, I love it, weil ich bin 1,82 Meter groß. 83, je nachdem, wer misst. Und die sind, diese Hose ist lang. Es gibt auch übrigens einen Code, der heißt Yamina XOB, also X Organic Basics. Ich habe jetzt hier mal kurz mein Mikro, damit ihr auch hört, was ich sage. Vielleicht hört ihr Beo. Schön, der ist gerade wieder in den Teichschwimmen gegangen. Also, das sind die Straight Leg Sweatpants. Die gibt es von Größe XXS bis XXL. Also ich trage die XL in allen Sachen, die ihr jetzt seht. Und vor allem möchte ich, dass Christian euch zeigt, wie schön lang die ist. Die Sets gibt es übrigens auch in drei Farben, in Strawberry, Misty Gray und Black. Und guck mal die Jacke, die sitzt einfach richtig schön hier zum Abschluss. Ich finde das immer,
Wenn es zu baggy ist, dann persönlich mag ich das nicht so gerne an mir. So, Christian muss in seinen nächsten Call, deswegen filme ich jetzt einfach mal alleine weiter. Und zwar habe ich das Regular Long Sleeve Tee hier an. So könnt ihr es viel besser sehen. Die Farbe ist ein Traum. Ich finde die richtig schön. Es gibt aber auch noch so ein Orange und ein Lila. Ich verlinke euch die ganzen Farben auf jeden Fall auch nochmal in der Infobox. So, Beo ist immer noch im Garten. Der hat ja gerade im Teich gebadet. Deswegen werde ich ihn jetzt erstmal duschen. Ein Traum. Ich blende euch hier nochmal ein. Ich habe auch noch Straight Leg Pants. Die sind so ein bisschen mehr wie Yoga Pants. Ultra bequem. Trage ich super viel im Homeoffice. Dann mein Flex Top. Ich nenne es mein Flex Top, weil das ist ein Essential für mich. Trage ich, wenn ich trage eigentlich 95% des Tages gar kein BH oder meines Lebens. Und das trage ich dann einfach immer drunter. Oder habe ich zum Beispiel auch bei der Einstellung von meiner Nichte einfach als Top getragen. Wenn ihr richtig tolle Basics sucht, also Unterwäsche, Sportbekleidung, einfach so Alltags-Essentials, die bequem sind und wo der Fokus auch noch Nachhaltigkeit ist von der gesamten Brand, die kommen übrigens aus Kopenhagen, dann schaut euch wirklich Organic Basics an. Ich werde tatsächlich auch meinen eigenen Code benutzen, weil ich mir noch mehr Unterwäsche kaufen möchte. Der heißt YaminaXOB und der gibt euch, wie gesagt, auf die gesamte Bestellung 10%. Alles in der Infobox. Und jetzt schnappe ich dich, Beo. Gehen wir jetzt in die Dusche? Vielleicht ist er noch nicht bereit für die Dusche. Filmt quasi, weißt du? Mhm. Ich muss kurz einmal gucken, 400 Meter rechts drehen. Ich glaube, ich habe gar nicht eingeleitet, hi. Steffi und ich sind auf dem Weg nach Köln. Wir verlassen jetzt Leverkusen. Und wieso? Weil Yamina ihre Speicherkarte vergessen hatte und wir beim Saturn waren. Ja. Also ich habe die heute Morgen alles bereitgelegt und naja, wie es halt so ist, dann denkt man an irgendwas anderes. Und dann meinte ich ihm zu Steffi, ich so, Steffi, guck doch mal kurz, weil ich hatte das so im Gefühl, naja, egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt meine 700. Speicherkarte gekauft und jetzt sind wir wieder back on track. Genau. Yes. Wir sind nachher auf dem Event und sind aber, glaube ich, auch noch gut in der Zeit, oder? Ja, wir brauchen noch 25 Minuten. Ja. Okay, gut, dann gehen wir ins Hotel, machen uns ein bisschen frisch und dann sind wir heute in Köln. Yay! Und es ist krasses Wetter, weil eigentlich sollte es die ganze Zeit Sturm, Tornado, keine Ahnung was sein. Ja. Also haben wir Glück, dass wir jetzt aus dem Regen raus sind, weil wir sind die ganze Zeit durch Regen gefahren und jetzt scheint hier die Sonne. Perfekt! Bis gleich! Oh Gott. So, wir sind jetzt im Hotel. Und wow, Horrorlicht. Ich habe hier. Nein! Leute, ich habe gar keine Zeit. Hier kurz mein Make-up ausgebreitet. Wir treffen uns schon gleich in der Lobby und dann gehen wir zum Event. Und ich hatte jetzt gerade noch eine Story, die ich posten musste. Und. Oh Gott, Yamina, konzentrier dich. Ja, und das lädt da gerade im Hintergrund noch hoch. Und jetzt habe ich ganz kurz Zeit, einmal ein bisschen was Frisches zu machen. Ich trage sogar heute mal wieder roten Lippenstift. Die habe ich vorhin einfach mal so reingeworfen. Die bin ich kurz in mein Studio gerannt und habe einfach zwei rote Lippenstifte geschnappt. Deswegen gucken wir mal, wie das aussieht. Ich habe auch irgendwo noch einen Lip Liner. Ja, genau. Das war übrigens der, den ich letzte Woche auch getragen habe. Da hat mich ein paar Leute gefragt, als ich so eine bärige Lippe hatte. Das ist die Farbe Nugget. So, also. Das ist mein Tages-Make-up von, ich habe mich heute Morgen um 7 geschminkt und das frische ich jetzt kurz auf. So, Zauberkugel wurde kurz angeschmissen. Ich habe einen persönlichen Kampf mit meinem Wirbel oder Scheitel oder was auch immer. Der möchte einfach nicht sich hier vorne hinlegen. Wir müssen es jetzt einfach akzeptieren. Oder ich mache die Haare wieder so, aber so wird sich der halt nie legen, wenn ich meinen Pony nicht trainiere, sich hinzulegen. Egal. Steffi und ich sind jetzt ready. Ich zeige euch gleich mal kurz noch unser Outfit. Und dann gehen wir zum Event. Ich habe euch noch gar nicht gesagt, was für ein Event ist. Ich werde auch gar nicht viel vloggen oder so, weil... Habe ich was einzeln? Nein. Wir werden heute ein bisschen Likör trinken. Deswegen bleibt das Auto auch hier auf dem Parkplatz stehen. Und zwar Eckes Likör hat einen Rebrand und da gibt es so verschiedene Welten heute und da gucken wir, was es Neues gibt und das neue Design und so weiter. Und Steffi hilft mir halt beim Content. Und genau, das werden wir heute machen. Und deswegen weiß ich nicht, wie viel ich quasi bloggen werde. Nur damit ihr Bescheid wisst, was wir hier heute Schönes treiben. Steffi, ich finde dein Outfit sehr cool. Danke.
Bist du jetzt auch happy oder bist du noch, du hast noch dieses leichte... Oh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, gerade ein bisschen Stress ausgeatmet. Keine Ahnung. Nein, gar nicht. Aber man kennt es, jeder kennt es. Aber so. Leute, ich bin nicht in der Lage, Multitasking zu betreiben. Entweder mache ich halt Stories. Oder jetzt in dem Fall ein Reel, was wir gedreht haben. Oder ich vlogge. Es ist einfach zu schwierig, beides für mich zu machen. Weil man einfach wirklich den Fokus hat. Egal, es interessiert euch einen Scheiß. Ich bin jetzt zurück im Hotel. Es ist... Oh mein Gott, ich vermisse meinen Plüschbo. Das ist crazy. 26:10. Ich schmink mich jetzt ab. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist neu. Schreibt mir. Oh, mein Ehemann. Bei dem habe ich mich gar nicht gemeldet. Ich habe auch richtig, richtig nette Leute kennengelernt. Was ist denn hier passiert, schreibt er. Hä? What? Unsere Hausmauer? Warte mal, den rufe ich jetzt an. Hi, Barbie. Hallo. Erkennst du nicht, was das ist? Nee. Okay, du bist der intelligenteste Mensch, den ich kenne. Das ist die Hausmauer, richtig? Ja. Was steht gegenüber von der Hausmauer? Ein Baum? Was? Keine Ahnung. Wo stehst du gerade? Vor der Haustür? Ich vlogge gerade. Kann ich das im Vlog lassen? Nein. Gegenüber von der Hausmauer, was steht denn da? Irgendeine Blume wahrscheinlich. Ja, das ist das, was wir bei Kleinanzeigen gekauft haben. Das ist einfach die Reflexion von diesem Blumenkorb und den Pflanzen. Aber wenn das ein Schatten wäre, dann müsste ja der Schatten von mir überdeckt werden oder so. Nein, das ist doch der Schatten von, guck mal, vom Blumenkorb und hier oben ist diese, wie heißt denn das jetzt, mein Gott? Wo ist Plüsch? So, Christian hat mich jetzt nochmal geupdatet, was zu Hause passiert ist. Zum Beispiel hat er mir das Video noch geschickt. Rehe beim Abendspaziergang. Ja, Leute, das ist, wenn man 14 Jahre zusammen ist, schickt man sich solche Fotos. Oder solche, wie er seinen Matebecher zerstört hat. Oder solche Videos. Wir hatten einen Fasan im Garten. Habe ich ihm geschickt. Anyways. Ich wollte euch nochmal ganz kurz zeigen, was ich an Skincare dabei habe. Deo, Serum, Kontaktlinsenlösung, noch ein Serum, das ich gerade ausprobiere, aber nicht so geil finde. All-time favorites. Ich weiß nicht, wie ich es vorhin gesagt habe, ich glaube, Christian hat sich gemeldet. Ich glaube, die sind neu, die Minis. Finde ich mega geil zum Reisen. Zahnpasta. Das ist die einzige Zahnpasta, die ich benutze seit 2009. Die habe ich in Australien entdeckt. Und ja, ich benutze nichts anderes. Dann Pfori, bin ich weiterhin großer Fan, habe ich euch schon vor ein paar Monaten vorgestellt und jetzt habe ich aktuell hier noch ein bisschen von Delina, aber der ist auch schon fast leer. Lippenpflege, All-Time Favorite by Terry Bond Rose, habe ich auch mal dabei. Und dann teste ich aktuell ganz neu eine Reihe von Corals. Und zwar ist das die Black Pine Primus oder Primus Reihe. Wrinkle Smoothing Youth Activator Booster. Und wie ihr seht, habe ich da nicht mehr so viel drin. Ich finde das Serum richtig gut. Es hat sich als ein sehr schneller Favorite entpuppt. Es macht einfach genau das, was ein Serum für mich machen muss. Du wachst morgens auf, siehst einfach mega frisch aus. Es ist einfach sehr hydriert. Es hat einfach diese richtig schön geplumpte, aufgepolsterte Haut. Und da gibt es dann auch noch eine Day Cream und eine Sleeping Facial, die ich jetzt gerade eben aufgetragen habe. Ja, das ist so für Overnight meine kleine Skincare-Routine. Ich weiß, vielleicht trotzdem exzessiv für einige, aber ich teste halt auch, wie gesagt, immer viele Produkte und das ist mein Duft mit dem Delina heute gemixt. Die zwei habe ich heute getragen.
Jetzt hocke ich hier auf meinen Knien und filme für euch diese Story. Ich bin wirklich kaputt. Ich hatte einen richtig schönen Abend. Es war richtig, richtig cool. Ich habe echt ein paar richtig coole, nette Leute kennengelernt. Und ja, war cool, dass Steffi mit war. Und sie hat mir so doll mit meinem Content geholfen. Und ja, es war echt, also war super. Morgen früh wollten wir eigentlich noch zu so einem gehypten Insta-Spot. Aber ich glaube, der macht zu spät auf, weil wir müssen recht früh wieder nach Hause fahren. Gute Nacht, bis morgen früh. Schlüssel habe ich, ja? In der roten Tasche. Auf jeden Fall. Hi Leute. Ich habe ein neues Parfüm ausprobiert. Ich rieche das gerade. Und ich habe das mal irgendwann abgelehnt. Aber vielleicht war das ein Fehler. Ich bin auf jeden Fall zurück aus Köln. Es war echt ein richtig schöner Abend. Wir haben... Ach, ich habe ja sogar gevloggt. Oh mein Gott, Leute. Ich war... Stimmt, ich habe auch noch mit Christian telefoniert. Okay. Jetzt sind wir auf jeden Fall zurück. Steffi habe ich abgesetzt. Und Christian und ich haben jetzt ein paar Aufgaben vor, also heute ist Samstag übrigens. Und zwar, wir haben, ich habe euch doch vor Monaten schon mal die Sofas gezeigt, ne? Die wir neu bepolstern lassen. Und als meine Nichte in den Sommerferien hier war, war ich schon bei Warnken, das ist in Bad Zwischenahn, und habe mir da schon Stoff ausgesucht. Aber dann hatten sie den nicht da. Jetzt muss ich den aber endlich final mal bestellen, weil... der Bepolsterer eigentlich schon bald kommt und die sowas abholt. Ich aber die ganze Zeit keine Zeit hatte, diesen Stoff zu kaufen. Auf jeden Fall hatte ich dann auch noch da, als ich da war, durch Zufall so richtig schöne Stoffe gesehen für unser Esszimmer. Hatte ich ja letzte Woche erzählt. Dachte ich mir, komm, bestellen wir die auch gleich. Oder zeige ich Christian. Wobei, das ist eigentlich, er findet die bestimmt eh toll. Und das machen wir jetzt. Und dann fahren wir noch in Christians Büro. Nicht, dass es eine Rolle spielen würde. Genau. Christian passt nicht ins Auto. Warum bleibt meine Einstellung verhunzt? Gleich was mit unseren Sofas ist und dem Stoff und so, aber jetzt habe ich gerade erstmal tatsächlich Hunger. Wir waren jetzt kurz bei Bruns, das ist nämlich genau gegenüber. Und da haben wir ein bisschen Fisch gekauft und auch ein Fischbrötchen. Und zwar haben die da Aal und mein Opa, der war sein Leben lang Angler und ich war früher auch mit ihm angeln und wir haben immer, das ist schon wirklich viele Jahre her, gab es immer Aal. Ach, ist es hier schon von... Ach so, hier sind wir. Ja, okay, gut. Dann kannst du da jetzt einfach gerade auseinander links, ne? Weißt du? Okay. Wir sind gerade so ein bisschen mehr oder weniger auf dem Weg in unsere alte Hut und gehen jetzt mal eben spazieren. Auf jeden Fall haben wir früher immer Aalessen gemacht. Und Aal ist... Ich habe das Gefühl, entweder mag man das oder mag es nicht. Und wahrscheinlich ist das so ein norddeutsches Ding, keine Ahnung. Muss man auch echt sagen, ist richtig teuer. Kann man echt nicht oft kaufen. Jetzt die Linksmaus. So, Christian hat, wir haben jetzt schon geparkt. Ich habe einen Stremelachsburger. Mhm. Ist auch groß. Ja. Und? Wir haben einen Hund, der auch nicht abgeneigt wäre, ein bisschen Fisch zu bekommen. Also hier war Beo jetzt seit, wie lange wohnen wir da jetzt schon? Ja, so ein Dreivierteljahr war er hier nicht mehr. Es ist ja hier alles so Ecke Woldsee und das ist echt auch bis heute eine meiner absolut liebsten Ecken, weil wenn man sich hier ein bisschen auskennt, wenn man sich hier ein bisschen auskennt, dann gibt es hier echt so tolle Wege. Hinten durch den Wald und am Wasser vorbei. Und ach, hier kannst du echt Ewigkeiten laufen. Oder wenn du von der anderen Seite kommst. Also ja, ist echt super schön hier. Das war auch, da war ich auch ein bisschen traurig, dass wir diese Strecke nicht mehr haben bei uns.
Und hier bin ich auch immer mit Maxi und Bailey gelaufen und mit Stina und Cookie. Ach ja, schön war's. Hey! Bio war schon baden. Sind wir mal ein Dreivierteljahr nicht hier? Ist gefühlt die Hälfte abgerodet. Hä, hey, guck mal, Baubi. Boah, krass, warte, lass mal vorne gucken. Da sind wir doch immer durchgelaufen. Da habe ich immer die Schnüffelspiele mit Bio gemacht. Wieso ist denn das alles ab? Okay, auf jeden Fall. Der Plan ist jetzt, verschiebt sich jetzt zwar alles um ein paar Wochen, aber ich glaube, es ist besser, wenn nochmal jemand zu uns ins Haus kommt und wir vor Ort uns nochmal die Stoffe genau angucken, weil ich ja auch die Sessel sollen ja auch nochmal ein anderes Muster haben als die Sofas. Und am besten passt natürlich auch irgendwie der Stoff vom Wohnzimmer ins Esszimmer zusammen. Oder dass ich vielleicht irgendwie nur eine Nuance oder der Kerl da oder irgendwas wiederfindet. Also hier, guck mal. Hier sind wir immer Gassi gegangen und alles. Alles abgeholzt. Jetzt haben wir in deinem Büro, oder? Ja. Okay. Möchtest du arbeiten? Warum sind wir hier, Christian? Weil wir die Pakete einsammeln müssen. So ist er fein. So ist er fein. So. Zack. Ich gehe jetzt auf Toilette. Tschüss. Hier ist eine eigene Packstation, auch nicht schlecht. Bio, wie kann man sich so viel beschweren? Mama sitzt. So ist er fein und jetzt kannst du gucken, was hier los ist. Ist eh nur ein Eimer-Pin, oder? Ja. Ah, das könnte das Handy sein. Ah. Hast du davon noch, doch noch eingekauft? Zwei. Ach, Christian. Wie? Wer ist denn sonst die ganzen Gebäude verbinden? Einer, die Fritzstation kommt in den Keller und über Stromkabel geht dann eins ins Haus, eins in Pavillon und eins ins Büro. Darum brauchen wir drei Verlängerer. Ist klar, ne? Oh mein Gott, Bio. Müssen wir noch nach oben oder sind wir fertig? Ja, sind fertig. Brauchst du oben auch nichts? Nee. Hast du gegossen und alles? Ja. So, nächster Stopp. Was wäre ein Samstag ohne Baumarkt, ne? Ja. Andere gehen in Ikea, wir gehen in den Baumarkt. Was haben wir gekauft, Maus? Du hättest gerne irgendwie einen Waren. Weiße Birne, einen Aquastopp für die Verlängerung. Genau, weil wir haben ja zwei Waschmaschinen und zwei Trockner, wobei die Trockner sind irrelevant. Die Waschmaschinen, die kriegen wir nicht angeschlossen. Achso, versteckst du gerade andere Menschen? Ja. Okay, das ist gut. Wir haben jetzt irgendwas für die Waschmaschine gekauft, also wir haben es noch nicht bezahlt, aber wird passieren. Und Christian wird es anschließen, dann haben wir zwei Waschmaschinen. Das ist alles, was mir wichtig ist. Okay. Der Rest... Christian kauft jetzt noch Kühlerflüssigkeit. Was wir auch noch mal kaufen könnten, wäre Zweitaktöl. Guck mal Leute, ich bin sowas von Hausbesitzerin. Und zwar, das brauchen wir nämlich für jegliche, diese ganzen Gartengeräte, die wir haben. Mhm. Und auch für den Laubsauger. Und das leer. Was kostet das? Ah ja, gut. Nehmen wir das auch mit. So, wir sind jetzt nochmal hier kurz schnell einkaufen. Eigentlich wollte ich nämlich zur Post. Das war der eigentliche Grund, wieso wir zu diesem Supermarkt sind. Und natürlich hat er schon zu. Also der. Der Post. brauchen wir noch Selta? Das ist widerwärtigste auf der ganzen Welt. Ich weiß nicht, ob das auch so widerwärtig ist. Nein, das habe ich schon mal irgendwo probiert. Wir haben das hier probiert und wir haben das hier probiert. Baubi, bitte glaub mir, das ist das... Nein, das ist auch ein Verbot. Okay. Sowas wird nicht gekauft. Hier ist Selta. Oh, guck mal. Okay, wir sind zurück.
Man sieht, wir haben einiges eingekauft, müssen wir erstmal alles verräumen. Aber mein Ehemann konnte es nicht mehr abwarten, seine Sachen auszupacken. okay, warte, ich äußere mich gleich. Was hast du für ein Handy gekauft? Das Google Pixel 9 Pro XL. Also quasi so ein iPhone Max Pro Gedöns in halt Google-Version. Genau. In gut. Durchsichtige Handyhülle. Eine schwarze. Hier habe ich auch eine richtig schöne. Die ist super, oder? Also weiß ich, liebe dich sehr. Bobby. Das ist richtig schön. Ich. Gut. Was sagt ihr, Leute? Du bist doch für Abenteurer und so. Ja, du bist doch ein Abenteurer. Habe ich übrigens aus Köln mitgebracht und Leute, das werde ich euch das werde ich euch dann erzählen, wenn der Content soweit ist, ne? Aber meine Schwiegereltern haben von das geilste Bild geschickt. Eine Schwiegermutter vor 50 Jahren mit Eckes Edelkirsch. Großartig, wir haben uns wirklich kaputt gelacht. Dann habe ich noch ein neues Nabla-Puder. Da bin ich gespannt. Blotting Powder. Ja, bin ich gespannt. Werde ich mal ausprobieren. Dann habe ich ein Paket bekommen. Beauty und Wäsche Days bei Galeria. Und dann habe ich zu Christian gesagt, ich habe nur den Duft bis jetzt aufgemacht. Und ich meinte so, oh mein Gott, den habe ich früher immer getragen, CK1. Und Christian ist irgendwie der Meinung, er hätte den immer getragen. Ich habe den nie getragen, aber besessen. Du hast ihn nicht besessen, Christian. Aber sicher. Wer hat ihn dir denn gekauft? Ich habe den irgendwann mal gekauft, im Angebot. Das ist Quatsch. Auf jeden Fall richtige Nostalgie, wenn man den riecht. Wobei der riecht ein bisschen anders, weil das ist ja die Essenz. Dann haben wir noch einen Burberry-Duft hier drin. Habe ich auch noch nicht ausgepackt. Den habe ich auch noch nicht. Boss Alive. Dann noch ein paar Clarins-Goodies von Dr. Hauschka. Was haben wir hier? Reinigungsmilch. Das habe ich schon mal aufgetragen. Das finde ich mega nice. Ein Lip Oil von Clarins. Und was vom Barbour, glaube ich. Ja, so Ampullen. Mega cool. Auf die Düfte bin ich natürlich am meisten gespannt. Und dann der Purish Adventskalender. Und oh mein Gott, also das ist ein richtiger, also gerade so für Skincare-Lover ist der Hammer. Ich glaube auch, ich habe dafür einen Code. Schaut auf jeden Fall mal, ich kann es mal gucken, ob ich das verlinken kann. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Muss ich mir nochmal in Ruhe angucken. Aber so sieht der aus. Ja, schaut mal in die Infobox. Ich muss da erstmal aber kurz einmal nachgucken, bevor ich da jetzt irgendwas Falsches sage. Und dann gibt es auch noch, obala, von Current Body eine neue LED-Maske. Das ist jetzt quasi die verbesserte Version. Und die habe ich ja wirklich auch schon seit Jahren und benutze ich echt oft. Und ich werde jetzt quasi meine alte an Lela geben und bin jetzt auf die neue gespannt. Ja, aber die ist auch erst gestern, glaube ich, angekommen. Deswegen kann ich dazu noch nichts sagen, außer dass die allgemein richtig, richtig toll ist für Hauttextur und Hautstruktur und Firming und so weiter. Was haben wir noch? Christians ganzer Stolz, warum auch immer, er ist obsessed mit solchen Dingen. Ja, wer wir schon Internet haben, ne? Das können wir euch noch zeigen. Wir haben eine neue Taschenlampe gekauft, weil jetzt ist ja die wieder dunkle Jahreszeit. Es ist, glaube ich, noch nicht dunkel genug, um die zu demonstrieren. Warte, mach ich mal Licht aus. Beo. Du verstehst die Situation falsch. Es ist noch nicht deine Abendessenszeit. Ich weiß, du verstehst es aber falsch. Aber vielleicht hat Beo. Er wartet die ganze Zeit. Ja, vielleicht erwartet er auch dann nicht mehr, dass es irgendwie eine Abendrunde gibt. Doch. Moment. Hell erleuchtet. So, ich muss erstmal das Chaos hier wegräumen, Leute. Prinz, es gibt noch kein Abendessen. Ich liebe dich so sehr. Also, die habe ich doch vor Wochen gezeigt, die Lampe, als ich die bei Action gekauft habe. Und seitdem habe ich einfach hier im Haus immer irgendwie random so Glühbirnen gefunden. Dachte mir, ach komm, das passt schon. Die haben einfach alle nie gepasst, weil das halt zu hoch war. So. Ich hatte die ja ursprünglich fürs Schlafzimmer gekauft, weil die ich da stehen habe, ist zu hoch, weil das so eine Dachschräge und da passt die nicht hin. A dream.
Das ist doch wunderbar. Haben wir ein kleines Nachtlicht, mehr wollten wir nicht. Die Idee war da, Leute. Freut mich übrigens sehr, dass sich so viele über Weekly Bits and Pieces freuen. Gleichzeitig finde ich es auch witzig, weil im Grunde ist es ja auch nur, ist übrigens hier mein Laptop, der mich so anstrahlt, ein Name, der ja quasi jetzt wieder eingeführt wurde, weil die Vlogs die letzten Jahre waren ja quasi genauso. Auf der anderen Seite hatte ich es auch schon geschrieben, kurz bei Instagram. Es ist halt trotzdem noch was anderes, weil, wobei ich glaube halt auch, dass dieses Thema so viel mehr Alltag zu filmen, halt wirklich so on the go und so weiter, das war ja, glaube ich, das auch, was halt das Weekly Bits and Pieces ausgemacht hat und was euch so gut gefallen hat, dass ihr halt einfach quasi immer mit dabei wart. Und ja, das ist vielleicht der Unterschied so zu den Vlogs letzten Jahres. Das war dann vielleicht mehr so tagesbasiert oder so, oder eventbasiert in dem Sinne, dass ich vielleicht eher so ein, zwei Sachen gefilmt habe. Na, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ich das auch wieder so in mein Leben mehr einbaue. Aber bis jetzt finde ich es echt entspannt. Also mir macht es halt auch wieder mehr Spaß, weil es mir jetzt natürlich auch gesundheitlich definitiv besser geht. Also die wochenlangen Behandlungen haben halt wirklich was geholfen. Bin jetzt noch nicht weiterhin irgendwie so back, aber geht einfach viel besser. Und das ist ja schon mal sehr viel wert. Ja, es macht mir auch wieder viel mehr Spaß. Und das ist natürlich so, wenn du mental und körperlich am Ende bist, dann hast du natürlich auch keine Freude an irgendwas. Das macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Deswegen, ja, freut es mich sehr, dass euer Feedback da so gut war. Und ich glaube, ich gehe jetzt gleich nochmal mit dem Hund und dann schneide ich und dann ist der Tag vorbei und dann war es das auch. Deswegen sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Alle Infos auch natürlich zu Organic Basics findet ihr in der Infobox. Ich trage zum Beispiel auch gerade wieder meinen Flex-Top. Ich glaube, ich habe davon 5 verschiedene Farben oder so. I just love it so much. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Sonntag, wenn ihr das heute schon am Sonntag guckt, das Video. Und dann ganz viele Küsse von uns. Bye. Ma. Wow, Kuss auch von Christian. Du hast Kuss von uns. Okay.